Ja, hallo liebe Abonnenten, ganz herzlich willkommen zu meinem ersten Fake Grill Forge Booster. Ja, wie immer öffne ich zuerst das Fatpack. Fatpack, für alle die es nicht wissen, wir haben hier drin 9 Booster, 2 Deckboxen, ein Players Guide, wo ein bisschen was über die Edition drin steht und ein bisschen was, ja, zu den Karten natürlich. Wir haben eine tolle Box und insgesamt 80 Basisländer und dann haben wir noch ein Live-Counter, ganz vergessen. So, gerade mal kurz aufmachen mit der Schere. So. Wir haben hier in dieser Pappschachtel, für die, die es mögen, ich habe mittlerweile echt viele davon. Kleber, der ist lustig. Ein cooles Artwork aus Fate Reforged. Kann man sich an die Wand hängen, wenn man es möchte. So, neben dran gerade mal der Player's Guide. Gerade mal hier kurz ein bisschen durchblättern. Ein bisschen was über die Clans. Natürlich sehr cool. Und dann haben wir hier noch eine visuelle Ansicht der ganzen Karten, die es in der Edition gibt, und hinten gibt es noch eine Checkliste. Ja, dann pardon, tschüss, die Deckboxen. Ja, habe ich mittlerweile so viel davon, die braucht man nicht mehr zusammen machen. Die Box, sehr stark, sehr cool. Richtig stabil. Passen. Gott, wie viele Karten passen da rein? Hat zwei Highlander-Decks, oder Commander-Decks auf jeden Fall. Tun wir das gerade mal zur Seite. Wir haben hier ein... geh weg. Ein How to Play Magic. Kurze Anleitung. Der Spin-Down Life Counter. Stellen wir mal jetzt auf die Nähe scharf. Coole Würfel, erkennt man gut. Bisschen besser wie früher. Weil früher gab es die roten Würfel zum Beispiel, die hat man kaum, also ist nicht so gut lesen können, wenn man mal abends in einer, ja, Kneipe war, da eine Runde gespielt hat. Wir haben die 80 Basisländer. Coole Artworks dabei, werde ich jetzt aber nicht aufreißen. Ist ja nicht so spannend, jetzt 80 Basisländer zu zeigen. Und die neuen Booster. Made in USA. Dadurch sehen die ein bisschen anders aus, reichen auch ein bisschen anders drauf aus. Und fangen wir doch direkt an mit dem ersten Booster. Und jetzt habe ich schon leider die Karte gezeigt, müsste blau rare sein. Warten wir doch mal ab. Der Monk, coole Common-Karte. Runemarks finde ich nicht so gut. Oh Gott, 3 Stück gleich mal. Ride into Being. Dragonfire ist ganz nett. Map the Waste kann man spielen. Da ist sogar schon eine Foil dabei. Pyrotechnik ist tolle Karte. Humble Defector. Ride of Undoing oder Read. Und Sage Eye Avengers. Okay, doch keine voll dabei. Ich bin mal gespannt, ob ich einen Fetchland irgendwann ziehe in den Boostern. In den Fate Reforged Boostern können auch Fetchländer im in diesem Landslot hier hinten drin sein. Ja, coole Rare auf jeden Fall. Booster Nummer 2. Ich will natürlich unbedingt mein Ugin. Oh, jetzt habe ich die Karte ein bisschen beschädigt, scheiße. Beziehungsweise Spitzname Eugene. Und mein Traum ist natürlich noch einen Foil Planeswalker aufzumachen. Ach, das nervt mich jetzt, dass ich die Karte beschädigt habe. Dowsing Gloom, coole Limited-Karte. Hunt the Weaker auf jeden Fall auch spielen. Noch ein Rune Mark. Die Karten sind noch richtig kühl. Mistfire Adept. Fruit of the First Tree. Valorous Dance. Und Temporal Tree Pass. Okay. Ein Mythic. Für insgesamt 11 Mana kriegen wir einen extra Zug nach dem und danach wird Temporal Tree Pass Exiled, aber natürlich mit Delve, also auf Deutsch wühlen. Auch eine nette Karte, Commander Highlander, auf jeden Fall spielbar, ob sie in anderen Formaten spielbar ist, keine Ahnung, glaube eher nicht. Sultai Emissary, ganz nett, Harsh Sustenance, auf jeden Fall eine gute Limited Karte. Swine finde ich nicht so gut, weil es einfach eine 1 hinten hat.
der Wardscale Dragon, Humble Defector, Reality Sift, coole Karte, und ein Madu Strike Leader. Auf jeden Fall auch eine nette Karte. Ein Spirit Token noch. Und kein Fetchland. Angeblich gibt es ja so Fehler bei der Produktion, dass angeblich in jedem Land ein Fetchland ist. In jedem Landslot. Oh, das glaube ich nicht ganz, aber mal abwarten. Warflayer, Soul Summons auch ganz gut. Break Through the Line und ein Oyutai, den ich auch am Pre-Release-Spiel gespielt habe. Habe ich euch da ja schon erklärt. Nette Karte. Schöne Limited-Karte. Ah, ich hasse diese Booster. So. Wieder das Stance. Surshot. Ruthless Instincts und ein Sunplant Form. Für 6 Mana ein Instant. Bringen wir eine Kreatur auf die Hand vom Besitzer zurück und wir kriegen einen Token, die eine Kopie von dieser Kreatur ist im Spiel. Limited, spielbar, sonst nicht. Gut, Commander oder sowas. Könnte man sowas natürlich auch immer spielen. So, gehen wir mal hier ein kleines bisschen schneller durch die Karten. Merciless Executioner. So wie der Flashback Marauder, Surshot, eine gute Karte auf jeden Fall, Grave Thrands und noch ein Sage Eye Avengers. Also dieses Feldpack ist eindeutig im Blau. 4 von 6 Rares bisher blau. 3 haben wir noch, 3 Boosterpackungen. Aber ich bezweifle, dass da jetzt noch irgendwie, also eine Mythic wäre echt ungewöhnlich. Da wir ja schon eine gezogen haben, und sonst ist im Schnitt in jeder... in jedem 8. Booster eine Mythic und ein... cool! eine Foil-Ebene. Und ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie gesagt, dieses Fatpack ist blau. 2 Temporal Repass. Das wäre natürlich 2 Ugin besser gewesen. Aber ich kann mich nicht beschweren. Das ist ganz nett, 2 Mythics in 8 Boostern aufzumachen. Wobei, wir haben ja noch 2 Booster. Die Sifting Loyalties, Frostwalker, Madu, Shadow Spear und ein Palace Siege. Die Sieges natürlich auch ganz cool. Manifest Talk noch. Wir wählen Khans oder Dragons. Bei Khans kriegen wir zu Beginn unseres Upkeeps eine Kreaturenkarte vom Friedhof auf der Hand zurück. Und bei Dragon verliert jeder Gegner 2 Leben und wir kriegen 2 Leben. Starke Karte. So. Das letzte. Heieiei, wie mache ich denn immer die Booster auf? Das letzte Booster. Nochmal da aus den Klugen. So. Wardscale. Hubala. Wardscale Dragon. Humble Defector. Noch ein Sift und ein Dragonscale General. Und kein Fetchland. Egal. Macht nichts. Sieht fast ein bisschen aus wie ein kleiner Missprint, weil der Rand oben ist so zu breit. Egal. Bomben-Limited-Karte. Ansonsten, ja, ganz nett. Gehen wir nochmal kurz durch unsere Rares bzw. Mythics. Und schauen mal. Der General. Der Palace Siege. Sunblend Form. Oyutai. Madu Strike Leader. 2 Sage Eye Avengers und 2 Temple Creepers. Cool. Nettes Fatpack. Hat sich vom Geld her jetzt vielleicht nicht hundertprozentig gelohnt, was die Karten ausmacht. Aber an für sich trotzdem zufrieden. Und so können wir noch weitermachen mit vielen Mythics. Vielleicht noch ein paar nette Foils. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin. Ciao.